Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Legion mit eurem Brocken. Ja, jetzt geht es zu dem netten Weltboss Kalamir. Wollen wir mal gucken, ob der Gute uns was bringt und einfach mal gucken, was er wie wo kann. Bin da selber noch gespannt. Ups, da muss ich natürlich nicht hin. So. Ich bin geehrt. Suchen wir mal. Oh. Stompelt. So, haben wir es doch. So, da ist er. Nehmen wir hier. Fliegen wir dahin. Während wir da jetzt hinfliegen, suchen wir uns mal roundabout ganz schnell eine Gruppe dafür. Benutzer definiert, eine Gruppe finden. Ja, die ist noch relativ klein, aber das sollte sich auch bald ändern, würde ich sagen, oder? Ja, nehmen wir einfach die hier. Annehmen. Rein in die Gruppe. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Wer weiß, vielleicht haben wir hier Glück und bekommen noch ein paar Items von dem Guten. Dann hätten wir endlich die 860 mal voll. Was hat er denn? Ja, Halskette, ja. Crit, okay, die Halskette würde ich rauslassen. Die Schuhe würde ich auch rauslassen. Obwohl, kommt drauf an, wenn die Schuhe relativ... Ja, obwohl, die Schuhe mit Tempo Mastery, könnte ich überlegen, ob ich dann eventuell meine Legendary-Hose dafür anziehe. Ja, und beim Ring, okay, sind die Werte auch nicht so genial. Aber ein bisschen mehr Tempo schadet eigentlich nie. So, Kalamir, wo bist du denn? Jetzt muss ich mal... Oh, ey, what the fuck? So, jetzt werden wir nochmal hingehen. Ist er doch schon? Ja, da ist er doch. Da oben steht er. Ja, Leute, sind wir mal gespannt, was der Gute kann. Und vor allem, kann er Loot droppen? Wie sieht's denn gerade aus? Ja, Bilder sind nicht verrotten. Diese aufdringlichen Magiergeister haben ein Wesen aus wilder Magie beschworen. Erteilt ihnen eine Lektion. Ja, wir erteilen ihnen eine Lektion, indem wir Kalamir töten und er mir Items gibt. Ich könnte ja dann vielleicht sogar Bonusrollen gucken, ob ich da noch Bonusrolle drauf, je nachdem. Aua. Hallo. Ich mag das Ed nicht. Oh, irgendjemand hat Kalamir angegriffen. Naja, dann sollten wir uns jetzt wohl auch mal ranmachen, ey. Und gucken, dass wir den guten Kalamir auch mal ein bisschen zusetzen. Oh, zornige Flammen. Da sollten wir dann wohl rausgehen. Wie gesagt, aktuell mache ich selber nicht so viel World of Warcraft. Ich spiele gerade mehr noch nebenbei ein bisschen privat auch, muss ich zugeben. Deswegen, wie gesagt, nebenbei mache ich halt noch, wie viel DPS bringt das. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich ja gerade mehr noch nebenbei auch viel am Privatzocken natürlich und natürlich auch noch an Overwatch nebenbei aufnehmen. So, jetzt war hier Action, 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 Action. Ich bin außer Reich. Arkane Verwüstung. Aua. I hate you, man. Nee, ich mag dich nicht. Mag dit nicht. Hallo. Ich hasse dich. Ja, ich hasse dich wirklich. Ich hab's dir gerade gesagt, man. Ich hasse dich. Ja, man sollte halt nicht überall drinnen stehen, ne? Das ist halt totaler Humbug. Ja, dass sie hier echt, ganz ehrlich... Blizzard könnte uns hier wenigstens dafür Sorge tragen, dass wir hier fliegen können. Vor allem, unsere Schlaggruppe ist doch noch gar nicht so groß. Wow. Ey, so lächerlich, ey. Immer diese Leute, die... Na, wo muss ich jetzt hin hier? Da drüben ist er. Ja, es ist halt immer lächerlich, wie man halt sieht. Die Leute, die pullen immer... was mache ich denn hier? Ja, die Leute, die pullen halt immer und oh, die können einfach nicht warten. Keine Geduld mehr in den Fingern, denen juckt es immer gleich. Sozusagen der Triggerfinger, ey. Und dann man sieht so, oh, da ist der Boss, man muss ihn natürlich gleich... da oben muss ich lang. Man muss ihn natürlich auch direkt gleich angreifen. Das ist so, Alter, ich könnte nur kotzen. Ganz ehrlich, so statt man einfach mal 2-3 Minuten länger wartet, bis die Gruppe schon voll ist, man alle rangeportet hat. Es wäre halt wesentlich angenehmer. Aber nein, man muss natürlich, bevor hier Kalamir gepullt wird, bevor die Gruppe voll ist, muss man natürlich den Kalamir gleich pullen und voll mitten immer in die Fresse rein. Das ist so nervig. Vor allem, wir haben halt kaum Leute. Ich weiß jetzt nicht, gut, hier sind natürlich schon einige auf jeden Fall. Diese aufdringlichen Magiergeister haben ein Wesen aus wilder Magie beschworen. So, jetzt erstmal außerhalb des Fightscott bleiben, um mich zu hoch zu halten. Ja, ich weiß. Bin außer Reich. So. Ich
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man das alles recht richtig hier beherzigt, ist der Boss eigentlich auch gar nicht schwer. Also, er ist da eigentlich relativ angenehm. Und von daher, wie gesagt, man hätte da ruhig auch noch warten können, sage ich ganz ehrlich. Es wäre halt wesentlich angenehmer gewesen, aber okay. Muss jeder für sich wissen, ich werde jetzt die Gruppe erstmal nicht verlassen. Oh Mann, natürlich haben wir einfach keinen fucking Heiler, ey, das ist so nervtötend. Das kotzt einen an. Ja, ganz ehrlich, Leute, man müsst euch, ja, macht die Gruppe voll, Alter, wir sind mitten im Kampf. Die Gruppe, ey, 90% der Gruppe lief doch gleich wieder, du Vogel, Alter. Mach das Scheißding zu. So, hey, die schließen sich da an. So, ja, toll. Wenn die checken, dass wir alle wieder im Fight sind, dann liefen die doch auch direkt so. Weil wer hat einen Bock, in einer gestarteten Gruppe reinzukommen eigentlich? Keiner. Gut, es gibt 4.500 Artefaktmacht. Wie brauche ich denn? Ich brauche ein bisschen mehr. Ja. Ja, ja. So ist das. Ja, wie gesagt, wenn natürlich kein Heiler da ist und alles, dann kriegt man natürlich immer mal auf die Fresse und stirbt dann da dran. Aber das ist halt, wie gesagt. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr auch mal das Problem, dass sich eure Weltbossgruppen anfangen zu gründen, dann steht man da, einer pullt und die Hälfte der Gruppe löst sich auf. Im Endeffekt steht man eigentlich mehr mit Randoms da, als mit der eigentlichen Gruppe, die man eigentlich hat. Weil guck mal, der wäre schon längst tot gewesen, wenn man mal eine vernünftige Gruppe sich zusammengestellt hätte. Aber nee, diese aufdringlichen Magiergeister haben ein Wesen aus wilder Magie beschworen. Erteilt ihnen eine Lektion. Ja, ich erteile ihnen eine Lektion, aber boah, du Bitch, ey. Ja, Leute, schreibt es einfach in die Kommentare, ob das bei euch genauso ist. Ich würde es halt einfach echt gerne mal wissen, ob ihr da das gleiche Problem habt, dass sich eure Gruppen auch immer füllen und dann der Pull anfängt und man im Endeffekt eigentlich gar nichts davon hat. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt eine volle Gruppe hätte, es wäre so viel angenehmer teilweise. Man hätte halt einfach viel bessere Möglichkeiten, was Healen angeht, was halt einfach... Ah, was alles einfach angeht. Aber nee, da haben die Leute natürlich heutzutage keine Zeit mehr für. Das ist ja, ey, nee, das geht nicht. Das kostet alles Zeit, hallo. Zeit haben wir nicht. Oh, ey, da kriegst du auf die Fresse. Was ist das hier eigentlich? Entzünden verursacht jede Sekunde 16.900 und Schaden. Ja, vom A, von... Ja, super, ey. Oh, Mann. Ganz ehrlich, Alter. Da kann ich nur ausrasten, kotzen, ey. Weil die Leute nur behindert sind. Solche Leute, die so eine Scheiße anfangen, ey. Die müsste man echt mal richtig auf den Zahn führen für sowas. So, hey, ich stelle eine Gruppe zusammen und ja, wir pullen einfach, Leute. Das ist Quatsch. Solchen Leuten müsste man einfach mal Lootsperre geben. Gleich für 48 Stunden mit allen Chars oder so. So, man kann auch einfach mal warten, bis die ganze Gruppe rangeportet ist und man dann loslegt. Oder wenn das jetzt nicht einer von der Gruppe war, so der da alleine war, so dann sollte das halt, wenn er da pulten keine Gruppe hat, dann sollten alle ihn nicht mehr sehen können, nur noch erden und wird dann nämlich sterben. Und dann kriegt er die Quittung dafür, er ist tot und hat gemerkt, what the fuck, es hat nicht funktioniert. Aber wenn man eine Gruppe hat, wie wir jetzt, okay, hier, da ist nichts drinne. Man sieht's ja. Und wenn man da jetzt mal überlegt, so, ganz ehrlich, wenn da einer aus der Gruppe ist, der die Gruppe aufmacht und dann meint, ja, egal, ich pull jetzt einfach mal, weil ist halt cool, dann müsste man dem halt echt dafür die Quittung eigentlich geben und sagen, so, hey, hör zu, so, du hast jetzt gepullt, so, mit irgendwie 40 Mann, die du in deiner Gruppe da hast, aber da sind nur 11 von da und die anderen, die gehen, und dann müsste halt derjenige, der gepullt hat, einfach mal eine 48 Stunden Lootsperre oder irgendwas bekommen als Quittung dafür. Diese aufdringlichen Magiergeister haben ein Wesen aus wilder Magie beschworen. Erteilt ihnen eine Lektion. Dass die Leute immer und immer wieder es einfach nicht lernen. So, es ist doch nicht schlimm, einfach mal... Oh, Mann! Ich werde... Oh, Mann, ey! Ja, ihr Behinderten, genau deswegen, Alter! Ihr scheiß Behinderten! Ey, ich bin kotzen. Wow, mich hat einer wiederbelebt, ey. Geil, ey. Endlich mal einer... Der hier, obwohl wir nicht in der Gruppe sind, Anstand anscheinend hatte.
Ja, wenigstens einer hier, ey. Ganz ehrlich. Stirb und gib mir Loot. Stirb und gib mir Loot. Dein Loot. Tut gut. Wow, du hast mir Gold gegeben. Ey, nee, danke. Ja, natürlich mache ich Bonusroll. Wow, und nochmal Gold. Naja, Leute. Egal, so. Hatte halt nur zweimal Gold drin gehabt, der nette Boss. Aber jetzt gehen wir erstmal hier ein Stück weg, bevor wir die Gruppe liefen. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass das unser Ringpool war hier. Nee, gut, dass ich da gerade weggegangen bin. Ja, nee, Leute. Auf jeden Fall trotzdem danke natürlich fürs Zuschauen, auch wenn es hier gerade wieder etwas chaotisch war. Aber naja, was will man halt erwarten? Hier läuft das anscheinend besser auf der Seite bei mir. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Da habt ihr jetzt mal wieder so ein bisschen einen kleinen Einblick in den netten Kalamir bekommen, der heute da ist. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Haut da rein und wir hören uns. Euer Brocken.